So, hallo Leute. Heute mache ich mal einen zweiten Versuch und gehe mal in die Pilze. Die sollen ja angeblich wachsen wie verrückt. Ja, hier stehen schon mal welche auf dem Weg, sind aber leider giftig. Man kann zwar jeden Pilz essen, aber manche bloß einmal. Und darauf bin ich ja nur nicht scharf. Also giftige wachsen reichlich. Hier haben wir doch schon mal ein schönes Exemplar. Mal doch gleich mal gucken. Man soll ja die Pilze abschneiden, habe ich gehört. Das habe ich jetzt gemacht. Und wie man sieht, kein bisschen madig. Ein herrlicher Pilz. Gucken wir doch mal weiter. Nehmen wir mal wieder was Giftiges. Den kann man zum Beispiel nur einmal essen. Oh, da hinten ist noch jemand im Wald. Hier ist wieder ein schöner. Und wo einer ist, da ist auch noch einer. Ja, jetzt bin ich 10 Minuten unterwegs. 3 Pilze. Das geht schon. Mal gucken, was noch kommt. Meistens sind sie auch immer so unter den Bäumen, vor allem im Moos. Mal hier in der Schonung gucken. Oh, hier. Alles voll. Aber nur giftig. Gehen wir mal weiter. Irgendwie ein paar Sorten, die an Stämmen wachsen, kann man wohl auch essen. Aber da kenne ich mich nicht aus. Also weitergehen. Ich nehme nur die Pilze, die ich auch kenne.
Aber hier scheint nicht weiter zu sein. Ist auch ziemlich dicht bewachsen. Das ist zum Beispiel ein Pilz, den man nur einmal essen kann. Ein kleines Problem, es regnet. Tja, wie man sehen kann, regnet es immer noch. Aber ich gehe trotzdem mal noch weiter. Bin jetzt mal ein Stück weiter gegangen. Weil da vorne, wo ich vorhin war, da war ja nichts mehr los. Mal gucken, was jetzt hier ist. Wie man sieht, giftige gibt es wieder en gros. Ich werde mal die Kamera ein bisschen einstecken, dass die nicht zu nass wird. So, frisch abgeerntet, weiter geht's. Ach, da hinten sind schon wieder die anderen. So, so viel haben wir bis jetzt. Ja, ich würde sagen, im Gegensatz zum anderen Mal haben wir heute Glück. Die wachsen wirklich gut. Habt ihr ja gesehen, was wir schon zusammen haben. Und wie lange waren wir jetzt im Wald? Halbe Stunde? Dreiviertel Stunde? Also das geht schon. Gott sei Dank hat der Regen nachgelassen. Aber von den Bäumen tropft es immer noch wie verrückt. So lässt man sich das gefallen. Da einer. Wo ist jetzt der andere? Nein, was steht da hinten noch einer? Das ist schon diesmal ziemlich krass. Man bückt sich noch einen Pilz und sieht schon gleich den nächsten. Manchmal sind 4, 5 Stück auf einem Haufen. Na, jetzt bin ich wieder 5 Minuten unterwegs, aber keinen Pilz mehr gefunden. Sehr außergewöhnlich. Dafür ist hier ein dicker, fetter Bombenkrater. Die Außerirdischen. Hier ist auch wieder ein schönes Exemplar. So, wir haben dann erstmal für heute genug. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was auf dem Weg zurück zum Auto. Aber direkt suchen wir mal nicht mehr. So, dann sage ich erstmal schon mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Gut, bye bye. So, jetzt sind wir wieder zu Hause und das ist das Resultat nach einer Stunde ungefähr.